Zu krass Klassenfahrt. Okay, ich mache erstmal ganz kurz ein bisschen Real Talk zu krass Klassenfahrt, Leute. Boah, was soll ich sagen, Alter? Krass Klassenfahrt, da gewesen zu sein, also den Dreh mitgenommen zu haben, war anders witzig, Leute. Ganz ehrlich, ey. Ich habe so viele coole Menschen kennengelernt. Ich habe Georg kennengelernt. Ich habe Frau Ostermann kennengelernt. Ich habe Jonas nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe alle neuen Schauspieler kennengelernt und so weiter und so fort. Und es war einfach mad nice. Kann man nicht anders sagen, Leute. So krass Klassenfahrt, der Dreh war absolut geil. Falls ihr meinen Vlog noch nicht gesehen habt, gönnt ihn euch auf jeden Fall rein, denn der ist definitiv jetzt online an dieser Stelle, meine Freunde. Was soll ich sagen, Mann? Was soll ich sagen? Also das war schon eines der Highlights auf jeden Fall das Wochenende. Generell die ganze TwitchCon, Leute, war maximal nice und es hat super, super viel Spaß gemacht, da überhaupt zu sein und sowas. Freue mich so krass auf 24-Stunden-Stream. Ja, Digga, danke schön für den Sub, Kira. Wer von euch ist am 24-Stunden-Stream da, Leute? Sag mal so, wer ist am Start, Alter? Wer ist dabei? So, das ist ganz, ganz wichtig, Mann. Ja, das Ding ist, krass Klassenfahrt, so die Location, die sie dieses Mal haben, Digga, ist anders geisteskrank gewesen. Also wirklich, die, haben da was rausgelassen. Ey, das ist unglaublich, Mann. Das ist echt unglaublich, was die da rausgelassen haben. Also das ist geisteskrank, Leute, was die sich dafür Mühe gegeben haben. Das ist echt crazy, das ist echt krank. Und es ist einfach nur extrem nice gewesen, so was Jonas da so auf die Beine gestellt hat mit seinem ganzen Team. Einfach nur mad cool. Generell auch so zu sehen, wie viel Aufwand hinter so einer Produktion steckt, ist halt immer geisteskrank, ne? Wenn man überlegt, so man denkt so, yo, das sind so ein paar Kiddos, die machen da irgendwas, so, nee, Alter, die haben sich halt wirklich hingesetzt und komplette Drehbücher geschrieben und die Leute, die diese Rollen spielen, also zum Beispiel so ein Georg oder so ein Pimli oder auch so eine Cheyenne und wie sie alle heißen, so, die sind in diesen Rollen halt so geisteskrank gut drin, Leute. Krass Klassenfahrt geht, glaube ich, Anfang Mai los, wie ich das mitbekomme. Von unserer Folge kommen, weiß ich noch gar nicht genau. Aber ihr könnt, wie gesagt, in dem Vlog von den Tagen auf jeden Fall immer mal, also in dem Vlog von vorgestern, dass ich 1. Mai geht's los, sagt ihr alle. Okay, nice. Also ne, Ironie safe nicht, Digga. Die sind wirklich gut. Das sind wirklich gute Schauspieler gewesen, weil die haben es halt extrem nice gemacht einfach. Ganz wichtig auf jeden Fall, ne Alexander, Digga, ich fand's wirklich nice. Ganz wichtig auf jeden Fall, dass wir auch jetzt die Tage hier 4-Stunden-Stream haben. Am Sonntag geht's ja los. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Habe ich richtig, richtig Bock drauf, Leute. Und ja, so viel zu krass Klassenfahrt. Also, Liebenscharakter in krass Klassenfahrt ist, glaube ich, immer noch Georg, Alter. Georg, größter Ehrenmann, ich schmör's, Alter. Georg, maximal witzig. Aber auch Samira. Samira ist neu, glaube ich. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, glaube ich. Wie heißt die denn nochmal? Die so mad auf Kanake macht, so. Sie war auch ganz cool. Cheyenne fand ich auch cool. Ich fand sie alle nice, Leute. Ich fand sie alle mad nice. So,